Ich habe vorhin überreagiert. Es tut mir leid. Das mit uns, du weißt schon, ich krieg das irgendwie noch nicht richtig auf die Reihe, weil ich mir unsicher bin. Aber das war nicht böse gemeint, deshalb... Mann, kannst du jetzt endlich aufhören, mich zu ignorieren? Sag mal, geht's noch? Komm ich dir zu nah, machst du mich an. Geh ich auf Abstand, bist du eingeschnappt. Du warst doch beleidigt, weil ich mich vor den ganzen Leuten nicht von dir abknutschen lasse. Jetzt komm mal runter hier. Ich hab dir einen kleinen Kuss auf die Wange gegeben. Und du tust so, als würde ich es gleich mit dir auf den Billardtisch treiben wollen. Ich hab ja versucht, mich dafür zu entschuldigen, aber du bist ja die ganze Zeit beschäftigt. Na, ihr beiden, steht an unserem Tisch. Frag Miriam. Ich bin raus. Was ist mit der denn los? Offensichtlich hat sie schlechte Laune. Dieses Mistding. Ich brauche jemanden zum Reden. Komm rein und erzähl, ich muss nur den Ausweis vom Großmarkt suchen. Also es ist so, ich habe mich... Nein, anders. Ich glaube, ich habe mich... Was los? Hast du den Filz beim Billard zerfetzt? Nein, ich habe mich mit Miriam gestritten. Respekt. Das ist ja, als hättest du einen Buddha verärgert. Miriam ist der ausgeglichenste Mensch, den ich kenne. Scheiße. Ich habe mir jede Chance bei ihr versaut. Chance auf was? Auf Freigetränke? Christian, Chance. Secret heart, what are you made of? Jumpshot! Ich fass es nicht! Wow! Hey, Miri, du bist ja voll der Billard-Freak. Tja, Glück im Spiel. Ich habe immer nur Pech in der Liebe. Also, ich denke eher, dass du Schiss hast. Du bist durcheinander. Du vertraust deinen Gefühlen nicht, weil sie einfach ungewohnt für dich sind. Ich habe versucht zu verdrängen, was ich für sie empfinde, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. Tja, gegen Gefühle zu kämpfen ist hoffnungslos. Rebecca, ich kenne mich da aus. Ach, jetzt ist es eh zu spät. Sie wird bestimmt nichts mehr von mir wissen. Außerdem, hübsche Kellnerinnen haben doch doppeltes Glück. In der Liebe und im Spiel. Ach ja? Ich bin fertig für heute. Wegen Rebecca? Irgendwie, ja. Becky kann echt eine Zicke sein, aber die meint es nicht so. Diesmal schon. Und ich glaube, ich kann sie auch verstehen. Viel Spaß noch. Ja. Ciao. Bis bald. Ciao. Danke fürs Zuhören. Kein Problem. Suchst du den hier? Ja, danke. Sag mal, Rebecca, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du kurz auf Lilly aufpassen? Ich bin gleich wieder da, okay? Kein Problem. Du bist ein Schatz, danke. Natürlich ist Lilly nicht alleine. Darum habe ich mich gekümmert. Du kannst ruhig noch eine Stunde wegbleiben. Du, ich muss es auch Schluss machen. Ich erkläre es dir später, okay? Na, hast du Liebeskummer? Um wen geht's denn? Olli hat dir nichts gesagt. Nö. Olli hält dicht, wenn seine Mitarbeiterinnen ihm intime Dinge beichten. Ist auch besser so. Die Sache ist vorbei, bevor sie es richtig angefangen hat. Bist du dir also sicher? Ich hab's verbockt. Dafür könnte ich mir so in den Arsch treten. Ja. Du, ich muss jetzt auch los. Ich hab hier noch den Ausweis vom Großmarkt. Den braucht Olli so dringend. Kannst du ihn vielleicht hochbringen? Du hast was gut bei mir. Oh Mann.
froh, dass du noch so klein bist. Spätestens mit 15 fängt der ganze Mist an. Und je älter du wirst, desto mehr Mist wird es. Dann verliebst du dich immer in den Falschen oder in deine Sie, was das Ganze nicht gerade einfacher macht. Dein Pflegepapa ist toll, aber ein echter Schussel. Du? Christian hat gesagt, ich soll den hier Olli bringen. Aber Christian weiß doch, dass Olli gar nicht... Weiß Christian zufällig über uns Bescheid? Ja. Darf ich reinkommen? Sicher. Hallo, Lili. Ehrlich gesagt, bin ich froh, dass Christian uns, reingelegt hat. Ich weiß nicht, ob wir so schnell wieder miteinander geredet hätten, oder? Nein, ich glaube, ich hätte mich nicht mehr getraut. Es tut mir wirklich leid, dass ich so fies zu dir war. Ich war ja auch nicht viel besser. Vergessen wir es? Vergessen wir es. Sie freut sich für uns. So, und jetzt patschst du mit den Fingern, guck mal, hier in die Farbe. Komm, Lili, ich zeig's dir. Dies ist das Haus von Nikolaus. Und das ist Klaus. Der wohnt im Haus. Klaus ist irgendwie wackelig auf dem Bein. Was ist? Ich glaube, Rebecca möchte lieber Indianer spielen. Die Kriegsbemalung hat sie schon. Oh, okay. Dann bin ich jetzt der Häuptling. Und ich werde euch jetzt ein ordentliches Make-up verpassen. Das sagst du nicht. Schon passiert. Übersehen. Echt? Du musst wirklich schon gehen? Meine Schicht fängt gleich an. Okay, wenn du mal wieder ein außergewöhnliches Make-up brauchst, dann weiß ich, wo ich die Visagistin meines Vertrauens finde. Gut.